Warte mal. Au, warum bin ich tot? Ah! Hallo, geht mal beiseite, ihr Monster hier. Hallo. Nee, der Alex ist jetzt 100 per Recken. Bleib noch ein bisschen unten, Alex. Ey, hallo, wo kam der denn her? Was chillen die hier? Wo kam der her? Da war Oma. Das ist der Pimmel. Hallo und willkommen zu Let's Play Diversity 2. Das ist das große Finale, auf das wir schon lange zugesteuert haben. Bei mir ist noch der Alex, der Minertech. Hi. Ja, hallo. Ja, ist ein bisschen müde noch. Guten Morgen, ja. Wir haben jetzt 13 Uhr. Nee, 14 Uhr haben wir schon. ja, und guck mal, Alex, da fehlt noch ein Stein. Ein Stein und ein leuchtender Redstone. Eine leuchtende Redstone-Lampe. Und dann sind wir durch. Oh. Ja, gut, ne? Aber die Frage ist, woher bekommen wir diesen Stein der Weißen? Müssen wir guck mal, was wir noch haben. Der ist türkisfarben und heißt Escape. Escape. Zack. So, wie war das? Du musst zuerst rein, lass oder? Lass mich zuerst. Ja. Ja, das haben wir aufgeschoben bis zuletzt, weil das letzte Mal in Diversity 1 nicht ganz so schön war vielleicht. Ne? Es war so die Branch, die so am schwierigsten zu lösen war. Und hat auch ziemlich lange gedauert. Komm mal mit, guck mal, wir haben da vorne haben wir eine Pyramide und da geht's rein. Oh, ja. Alter, wie schnell renne ich denn hier hoch? Was ist denn los mit dem? Der hat Power Mystic gegessen. Was haben wir denn da? Oh, da geht's runter und hoch. Dann gehen wir runter, ne? Boah, also das letzte Escape, das war so Alter, ein bisschen. Was soll das denn? Zwischen jetzt bin Dramatik ich und Wut und Verzweiflung. Warte mal. Au, warum bin ich tot? Ah! Silberfisch! Die kommen hier überall raus! Der hat nur Silberfischallergie. Schnell hier hoch. Ganz schnell. Oh. Au! Hallo, geht mal beiseite, ihr Minus-Monster hier. Hallo! Nee, der Alex ist jetzt 100 per Recken. Bleib noch ein bisschen unten, Alex. Ey, hallo, wo kam der denn her? Was chillen die hier? Wo kam der her? Da war Oma. Das ist der Pimmel. Ach, Alex, wenn du wüsstest. So. Hi. Ja, die hängen da oben. Da hat sich was ganz Ekelhaftes Alter, ausgedacht, Mann. Was ist das denn? Das ist übel. Aber der Anfang ist cooler gemacht wie das letzte Mal. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, wie das letzte Mal war. Da waren dann Türen, man musste auswählen und es war ein bisschen blöd. Wie ist das jetzt hier gemeint? Was müssen wir da tun? Jetzt gucken wir, ob wir hier irgendwas sehen. Ich höre auch Lava. Die chillen hier unten. Oh shit, jetzt laufe ich dir hinterher und fall da fast runter. Ah, was müssen wir tun? Da ist ein Knopf. So, mal gucken, ob da noch irgendwo anders Knöpfe sind. Den drücken wir. Und jetzt? Jetzt, guck mal, jetzt ist hier was aufgegangen. Oh. Also scheint ein bisschen freundlicher gemacht zu sein als das letzte Mal. Es gefällt mir deutlich besser. Leave this place, da haben wir ein Buch, Alex. Hey, wir zocken doch noch keine 5 Minuten und du machst schon ein Fazit. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. I have used up the last of my resources to craft this book and chest. To whomever find this journal, I am sorry to hear you have suffered the same fate as me. I too dreamed of the glory of gaining the giant wool. But this place here is no hope. There's no hope. How stupid we were, you and I, to simply leap into the center of a hole. Ja, das war weiß. Am Anfang sind wir da reingesprungen, ne? Wir sind die Pyramide reingegangen, da runtergesprungen und zack sind wir hier drin. As if we were smarter than the markers and knew what could happen. I too thought it was a miracle to be reincarnated, oder was auch immer das heißt, habe ich noch nie gelesen, das Wort, after the fall. But this place holds a great evil.
I beg you, leave this pathetic branch of death. Return to hub and avoid the fate that I have suffered. Forever lost in the strap, I have used my final breath to need you, to heed you this warning, and double check my spelling if you could, Dr. Sombo. Bla bla bla. Immer der gleiche Rotz. Return to hub. Ist das jetzt ein Witz? Wir könnten jetzt einfach zurück. Vielleicht ist es ein Witz, ne? Vielleicht ist es wirklich so, dass wir jetzt hier drauf drücken, dass wir schon die Wolle haben oder so. Aber jetzt gucken wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Ein Witz? Ich glaube, der verteilt ja keine Geschenke mehr. Ich meine, es ist Januar und kein Dezember mehr. Zeit der Geschenke ist vorbei. Ja, wie sagt man so schön? Nach Weihnachten ist vor Weihnachten, ne? Ja. Und guck nach mal. Der WM ist vor der WM. Wir haben jetzt schon circa... Der Weltmeistertitel ist vor dem Weltmeistertitel. Guck mal, wie viel Prozent von dem... ich kann es mal ganz kurz ausrechnen, wie viel Prozent wir von diesem Jahr schon rum haben. Wir haben nämlich jetzt heute, wo wir das aufnehmen, den 9. Wir haben 366 Tage Wir im haben Jahr. Schaltjahr. 3 durch 366. Das heißt, wir haben jetzt schon 2,45%. 2,46% des Jahres ist schon vorbei, ne? Und das Jahr hat erst angefangen. So, was haben wir denn hier? Ja, schade, ne? Oh, was so, ist das? Entweder wir müssen tauchen, aber hier unten ist nix. Nee, da müssen wir hoch durch das Wasser. Da, doch, es geht hier hoch. Du bist ja ein ganz schlauer Seite, Alex. Du bist ja ein ganz schlauer. Du Mistgeburt. Oh, nein, Spaß. Ah ja, hier geht's weiter. Also ich finde... Geht's weiter. Ich finde wirklich, das hat er viel cooler gemacht, weil in Diversity 1, da war das, da hat man irgendwann, wird man so ein bisschen verrückt, wenn man immer das Gleiche sieht. Und es hat irgendwann, hat es uns, glaube ich, auch sauer gemacht. Also es hat uns irgendwann extrem sauer gemacht, weil man da hin und her geirrt ist und man wusste nimmer irgendwann, wo vorne und hinten ist. Und hier scheint es immer so weiterzugehen, dass es so Dungeon-mäßig in der Pyramide. Genau, das erinnert so ein bisschen an Tomb Raider, ja. Guck mal, hier haben wir jetzt drei Wege. Wie machen wir das? Gehen wir links lang? Oder ich gehe... Immer rechts. Gut, gehst rechts du nach rechts links. Und ich gehe nach links. Oh! Oh, was? Ich bin down. Ich bin down. Das ging ganz schnell. Ernsthaft, war das der falsche Weg? Das war der falsche Weg. Alter Schwede, jetzt schaudert's mich. Ja, ich bin da lang gelaufen und auf einmal. Ja, ich auch. Was? Du bist, weil du so dumm warst und bist da einfach lang gegangen. Ja, ich bin einfach da hingegangen, aber ich habe nichts gedrückt. Das funktioniert wahrscheinlich mit Command-Blöcken. Nee. Moment, das ist, funktioniert mit Command-Blöcken, falls der in der Nähe ist. Übel. Wieso bist du aber auch so blöd und gehst da hin? Was haben wir hier? Ja, no risk, no fun. Return to hub. Was ist? Bist du schon geradeaus gegangen? Rechts vor links. Geradeaus? Sollen wir geradeaus? Das ist auch eine Falle. Das ist auch eine Falle. Ernsthaft? Bin mir sicher, dass das eine... Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, dass es eine Falle ist. Hey! Geh da hin, los! Okay, dann gehe ich halt hin. Ciao. Ja, ist eine Falle. Ja. Klassiker. Ja, jetzt bin ich aber trotzdem schon vor dir hier. Vor allem, man weiß das ja nicht, ne? Diese Wege sind alle gleich gemacht. Da muss man mehr oder weniger rätseln. Und mit etwas Glück kommt man dann auch weiter. Jetzt? Ja. Ich bin aus Versehen um die Alter, Ecke das auf ist einen Faltrad gestoßen. Ich glaube, hier könnte es weitergehen, wo es blau ist. Oh, das sind ja überall. Au. Wo gehst du denn lang? Alter. Das sind überall. Boah, da muss man aufpassen. Das hat er übelst nice gemacht. Das gefällt mir. Emerald. Ah, da draußen, Toni, sind Plätze. Smaragderz, okay. Ach, da kriegt man Tools, oder wie? Wie ist das? Ja, man kriegt Blöcke und draußen hast du doch gesehen, dass das so, Mulden sind, wo man die Blöcke reinsetzen kann. Alter, hab ich übelst Schaden bekommen. Das kann sein, ja. Guck, wir müssen alle. Folgendes. Den ersten Block habe ich schon, zack. Ja, der ist eingezogen worden, jetzt ist irgendwas passiert. Ja, ich bin jetzt hier auch dabei. Das sind so kleine Challenges. Ja, das ist mega nice gemacht. Das ist übelst an Tomb Raider angelehnt, aber übelst. Alter, ich bin hier fast verreckt.
Ja, folgendes, Toni, ich bin jetzt in so einem... Ich hab einen goldenen Block. Muss. Ja, da muss man tauchen bei mir und muss den Block suchen. Das ist mega nice. Okay, ich hab den goldenen Block. Den platzieren wir hier. Zack. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich hab das. Das ist interessant, weil wir sind jetzt, von woher kamen wir? Von hier. Das war Gold, jetzt brauchen wir noch Redstone. Dazu müssen wir hier lang. Oh, shit. Da werde ich ein paar Mal sterben. Ja, da werde ich ein paar Mal sterben. Mal gespannt, wann mir das Lachen vergeht. Jetzt aktuell war es erstmal noch ein relativ gelungener Anfang. Ah, ganz knapp verfehlt. Ich bin dabei, jetzt einiges mir das Redstone zu holen, ne? Gut. Folgendes, ich habe jetzt den blauen Block auch schon. Gut, sehr gut. Also ja, das ist, hätte ich gewusst, dass das so cool ist, dann hätte ich schon gesagt, wir spielen das ein bisschen früher. So haben wir es aufgeschoben, weil wir gedacht haben, das wäre ein bisschen blöd zu spielen. Aber es ist wirklich mega cool. Ja, wer weiß, was noch kommt. Wer weiß, was noch kommt. Das kann nur, es kann nicht schlechter werden als das von Diversity 1. Gut. Oh Mist. Okay, wir haben ja jetzt schon ein bisschen eine Ausbildung erfahren. Ja, und die Ausbildung hat leider nichts gebracht. Sind wir trotzdem verreckt. Das war fies, ey. Das war wirklich fies. Laufen wir diesmal ein bisschen schneller dahin. Sag mal, du bist jetzt in Rot, ne? Ich bin in Rot, genau. Warum geht's in Rot? Musst du da rumjumpen oder was? Ja, da muss ich runterspringen, da ist Lava. Da muss ich gucken, dass ich auf dem Zaunstück lande und dann kann ich über den Zaun langlaufen. Bis hinter zu einer Stelle, wo ich springen muss. Und das habe ich jetzt auch gemeistert. Also sehr schön. Das Grüne, Toni, das Grüne war am einfachsten zu holen. Man läuft da um eine Ecke und das sind nur Falldrähte. Ich hab den hohen Redstone. Du musst nur ausweichen. Okay. Ich hab es. Das war easy. Jetzt müsste ich nur gerne. Easy, ah. Ne? Was ist das denn? Okay. Hi. Servus. So, setzen wir auch mal. Zack. Und ich glaube, wir haben jetzt alle noch. Oh. Ja, jetzt geht's weiter. Sehr cool. Ah, jetzt müssen wir da runter. Hä? Da unten war ein Knopf. Hast du den nicht gedrückt? Da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Ja, probier's mal, den zu drücken. Ah, fuck. Ah. Das ist fies. Ey, ich hab den doch gehauen. Bitte? Mensch, wenn der stirbt, das sieht man noch, wie die Hand so rausgeht, weißt du, zum Knopf drücken. Mist. Was ist, wenn wir vielleicht irgendwie... Das ist auf keinen Fall... Alter, das ist wirklich schwer, ne? Es ist schwer, so ein bisschen, Wir bräuchten einen Lag, wir bräuchten einen Lag. Sag mal, da hat sich doch gerade was getan. Ja, ich hab hier den Hebel kurz umgelegt, um zu gucken, was passiert. Mensch, Mist. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen Abstand zu bekommen. Ich hab den genau gehittet, aber war einfach schon tot. Also ich frag mich jetzt, wie das funktionieren soll. Das kann nicht sein. Vielleicht ist es so. Wir springen mal, spring du mal zuerst und ich direkt hinter dir. Oder so. Ah, das nee, hindert unseren Ton. Hätte ich dich auf dich eingeprügelt. Also es gab, das ist ein bisschen traurige Geschichte. Da waren zwei Brüder, das waren Fensterputzer. Und irgendwann war es bei denen so gewesen, dass die beide in die Tiefe gestürzt sind aus dem, keine Ahnung, 50. Stock oder so. Und der eine Bruder ist auf dem anderen gelandet. Und hat deswegen überlebt und
Naja, ich stell, wenn ich mir das so vorstelle, wäre das jetzt nicht so lecker. Da hat sich praktisch einer geopfert. Hilf mal hier! Und laber nicht rum! Nein, du machst die Arbeit. Ey, das ist echt blöd, ne? Mit diesem blöden Knopf da unten. Yes, ich hab ihn gedrückt. Ich hab's gehört. Man hat's auch gehört bei mir, denke ich, in der Aufnahme. Ich hab ihn Ernsthaft, was passiert? definitiv. Jetzt ist hier ein Knopf. Oder war der vorhin schon? Nee, da war vorhin auf keinen Fall da. Ah, hey, hey! Lustig. Wie geil ist das denn? Nein, nein! Du drückst ihn viel zu früh. Was ist los? Du bist so ein Hodensack. Geil gemacht, ey, das ist so cool. Ich wollte Ey, dir komm, noch das schafft man helfen. gar nicht. Doch, warte, wir Das kriegen das schafft man hin. gar nicht. So, bist du bereit? Doch, wäre das zwei Blöcke hoch, dann würde ich da durchjumpen wie im Strip Mining, aber. Bereit? 3, Ja, 2, lass 1. knacken. 3, 2, 1. Das schaffst du. Ich schaff das. Ich schaff Kannst du. das locker. So, gibt es da einen Hebel, wo du es deaktivieren kannst, dass es permanent bleibt oder so? Ja, Knopf kann ich hier drücken. Ja, jetzt ist das so. Mega Ja, cool. jetzt bleibt es Cool. auch gut. Nice. Wie cool der das gemacht hat. Oh, Awesome. nein! Au. Oh, da ist eine kaputte Treppe. Wow. Au. Au. Oh, so würde Mario machen, oder? Alex. Cool. Vor allem auch wirklich dieses Tomb Raiders, so in diesem Tomb Raider-Style. Wir haben im Jahr 2002 Tomb Raider gespielt. Das war Dezember 2002. Haben wir das erste Tomb Raider gespielt, das in 3D war, für die PlayStation 1 vom Jahr 96. Und da war es wirklich so, dass das sehr unterhaltsam war damals. Und es hat auch so in dieser, Komm, da muss man sau aufpassen. ja, in Egal, dieser, erzähl einer, weiter. das hat in einer sandigen Umgebung gespielt, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wo das war, ob in Ägypten oder irgendwo. Es ging um Pharaonen und es ging um Ruinen, wo man dann teilweise schwimmen musste Unterwasserhebel aktivieren und so. Und das war für damals, für 96, beziehungsweise für 2002, war das wirklich cool, ne? Weil die Spiele, die hatten halt keine so besonders gute Grafik. Oh Mist. Was ist jetzt? Ich kann da hochkrabbeln, oder? Ja, da vorne, da kannst du hoch. Ach so. Ja, ja, Also noch einfacher ja. als gedacht. Schleckere, schleckere. Hä? Ah, da. Da geht's hoch. Oh. Das ist eine ganz unangenehme Kiste, das mit den, du weißt, was ich Gibt's da meine, das eigentlich mit jetzt den, gerade nur einen Weg? Kaktussen hier. Ja, Sag mal, nur einen Weg. Hä? Ja, hier. Du musst auf den Kaktus hier drauf. Hier, da wo ich bin. Und dann einfach rüberjumpen. Erster, ne. Oh, jetzt wird's hier ein bisschen dunkel. Guck mal hier. Das sind überall Tote. Ja, also Köpfe. Das sieht ja Ja, aus das wie. letzte Mal, als wir die gesehen haben, das sind Silberfische aufgetaucht. Ganz am Anfang. Wo gehen wir jetzt hin? Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich gehe mal nach rechts. Und ich glaube, das ist baugleich, oder? Ja. Suchen wir vielleicht einen speziellen Kopf? Oder kann doch sein. So. Da konnte ich jetzt nichts Auffälliges entdecken. Da ist ein Knopf. Jetzt irgendwas ist passiert. Ja, und jetzt? Irgendwas ist Ja, da ist passiert. unten drunter was aufgegangen. Unten drunter. Warte mal, dann ich. Ja. Bleib mal da. Ich gehe auf die andere Seite und überprüfe die auch mal, ob hier vielleicht auch ein Knopf ist oder so. Wenn jetzt hier keiner ist, dann haben wir ein Ausschlussverfahren. Dann muss es der andere Weg sein. Da ist kein Knopf an dieser Stelle. Jetzt gehe ich mal noch hier rüber, gucke hier nochmal nach. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein, Alex. Hier ist nichts auf der Seite. Zumindest habe ich jetzt hier nichts gesehen. Ja, da drüben, das sollte schon der Weg sein. Du warst auf deiner Seite, hast du auch nichts gefunden, oder? Wo ist das hier?
Ja, also ich, hier ist nichts mehr. Ne? Ja, da. Außer halt hier unten, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Muss ich mal rübergehen und drüben alles abscannen. Genau, da drüben, da wo du warst, da hast du noch gar nicht richtig geguckt. Du musst Lauftest die eine Richtung und dann die andere und dann siehst du alles auf die Art. Das hatten wir ja vorhin auch schon, in diesem Weg, wo ah, ja, da oben. Das so gerippt war so ein bisschen. Guck mal, jetzt ging da auch was auf. Was ist jetzt passiert? Sag mal, der Knopf war doch vorher nicht da, oder? Was soll das? Was ist das? Es könnte sein, dass die Buttons nach und nach spawnen. Das heißt, dass wir jetzt rüber müssen dann da noch gucken, ob da Knöpfe sind, weil ansonsten wäre diese andere Seite nicht da. Bleib du mal auf der Seite, da wo du bist, und ich gehe hier ja, rüber. Ja, vielleicht hat sich aber noch da hinten was getan. Da ist ein Knopf jetzt. Ja, bei mir ging was auf. Bei mir ging was auf, Alex. Bei mir ging was auf. Ich weiß jetzt nicht so recht, was das sein soll. Komm mal her am besten. Die spawnen nach und nach. Es hat angefangen mit einem Hebel, dann mit einem Knopf, dann mit dem zweiten, dann mit dem dritten. Hier, guck mal, hierher, guck. Guck mal, das ging jetzt so auf. Da ist auch kein Hebel drin. Aber hier sind Totenköpfe, die wir rausnehmen können. Sollen wir die rausnehmen? Was? Wo nee, sind Moment. Die? Ich sehe da nee, Moment, nix. Die kann ich. Moment, die können wir gar nicht rausnehmen. Die müssen wir eventuell drehen. Und dann, vielleicht hat das so eine Kombination. Warte mal, ich gucke hier noch weiter, ob hier noch mehr sind. Noch mehr Knöpfe. Geh ja, du nochmal. Geh mal ganz nach hinten. Nee, am besten gehst du auf die andere Seite. Naja. Wieso? Ich guck hier nochmal nach. Okay. Okay, da ist ein Knopf. Mm-mm. Was jetzt passiert? Da ging jetzt, da ist auch was auf. Ich weiß nicht, wie lange das... Siehst du, da ist auch... Da ist eine Kombination, siehst du? Das siehst du schon mal im Bruchteil von dem, wie das sein soll. Man sieht... Überall sieht man was von der Kombination, aber... Toni, der ist nach rechts gedreht. Sagst, da vorne ist diese Tür. Hey, ja. du sagst, da vorne ist diese Tür. So, sind bei dir da Köpfe platziert? Ja. Bei mir sind da Köpfe, ja, bei dir nicht? Ja, bei mir ist da nix. Bei mir ist ja gar nichts. Nee, so, der linke muss nach rechts gedreht werden. Den drehen wir mal nach alles rechts. Alles klar, ich gehe rüber, zack, und guck. So. Geh rüber und guck, was ich dort sehe. Gut. Dann sag du mir das einfach. Es könnte auch sein, dass der irgendwo wieder ein Knopf gespawnt ist. Und ich werde das dann hier sofort dann eintippen. Nee, also. Da ist ein Knopf. Geil gemacht. Ach nee, das super. War der Knopf. Gönn dir. Ja, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ne? Aber das Level gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, würde ich sogar sagen, bisher das beste Level überhaupt von allen. Und das hätte ich nicht beste gedacht. Ne? Nach der schlechten Erfahrung von Diversity 1. Ja, ist da noch ein zweiter oder ein dritter Knopf? Scheint nicht so zu sein. Aber guck mal, wir haben doch da jetzt schon genügend also der Fenster untere, geöffnet. Der untere, hey, der untere? Der untere Kopf, der ist eins nach rechts geneigt, so weißt du, Nordost. Genau, okay. Nordost. Hab ich? Der ist nach Nordost geneigt. Und der linke, den haben wir ja schon gesehen, aber da ist noch was, ja, am Ende des Gangs, aber da sehe ich nichts wahrscheinlich, weil das bei mir verbuggt ist. Okay, da komme ich jetzt rüber und guck mir das an. Also zwei von vier haben wir schon eingestellt. Das ist, wenn ich jetzt rüberkomme auf die, da muss ich nach rechts, oder? Nach rechts laufen. Nach links. Nach links bis ans Ende des Ganges. Alles klar. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. So, was haben wir hier? Ich sehe da auch nichts, da ist nichts bei mir. Ist das so gewollt? Ich denke eher nicht, oder? Ansonsten hätte das ja gar keinen Sinn. Bin jetzt fürs Erste nicht fokussiert auf Knöpfe. Da hätten wir vielleicht... War da nichts drin?
Da war nichts drin. Da war nichts drin, nee. Okay. Ich gucke jetzt nochmal nach. Kann das vielleicht sein, dass wir die restlichen zwei knacken müssen? Einfach? Warte mal. Ach so, stimmt, den hast Gangster-Manier. Du schon. Den hast du schon. Das könnte sein. Wäre auch nicht so schwer, ne? Da haben wir, wie viele Möglichkeiten haben wir da? Na, hab keinen. Du kannst pro Kopf, der kann in acht verschiedenen Richtungen stehen, meines Wissens nach. Das heißt, oh, das dauert schon 64, lange. Ne? Das dauert schon lange. Also ja, ein Hinweis. Du drehst den einen Kopf einmal, dann drehst du den anderen durch. Dann drehst du wieder weiter, drehst wieder durch. Immer im Achterpack. Ja, natürlich, aber das dauert trotzdem. Wir haben hier leider keinen anderen Hinweis. Ich frage mich jetzt auch, ob vielleicht die Köpfe hier Hinweise geben können, aber es scheint nicht so zu sein. Dann machen wir das jetzt. Also ich sehe keine Köpfe. Jetzt hat er sich gemutet, der Alex. Bist du noch da? Ja. Ja, okay. Ja, ich bin noch da. Ja, man kann das schon schaffen mit zwei vorgegebenen Positionen. Was bald? Wir sind jetzt hier Edward Snowden. Nee, Moment. Snowden doch. Snowden heißt er. Hacken jetzt hier das via NSA-Style. Ja, ich hab's. Alles klar, komm her. Okay. Put. Das hat er super gemacht, ne? Der Tony. Weiter geht's. Oh. Was ist das hier? Au, guck mal, ich hab da hinten was. Da gehen wir mal hoch. Hm. Ja. Guck mal, Rapunzel, lass dein Haar herab. Das kann ich singen, ey, wenn ich hier oben bin. Alter, da geht's richtig krass hoch. War das Rapunzel oder Schneewittchen? Alex, Rapunzel war das doch, ne? Rapunzel war das mit dem Haar. Wer hat seinen Schuh verloren? Schneewittchen war die, wo den vergifteten Apfel... Das war Don, nee, das war Dornröschen, Aschenputtel, als sich an der Spindel gestochen hat. Und Aschenputtel hat den Schuh verloren, oder? Ich glaube schon. War Aschenputtel die, wo mit der Frau Holle, weißt du? Mit Alter, wir sind fertig, ne? Nee, das war... Wir sind fertig. Ernsthaft? Wir sind fertig. Wo bist du? Guck mal, da ist ein Weg und da kommst du oben wieder raus. Da, wo wir runtergesprungen sind, ne, wo das alles anfing. Ich komme nochmal runter zu dir. Ja, du hast den Hebel umgelegt, oder? Nee, ich habe ja gerade gesagt, ne? Rapunzel, lass dein Haar herab. Man muss hier ganz weit hoch und... Ja, hast du die Wolle oder was? Nee, guck mal hier. Die anderen Wege, ich glaube, die führen uns ins Nirgendwo. Hast du die mal gecheckt? Sollen wir das machen? Wege hier, da geht's nur hoch. Hier sind wir hergekommen, genau. Da ist auch eine Tür, ne, hier. Warte mal, es kann sein, dass wir die Wolle hier holen müssen. Ja, da unten ist was. Da unten ist was und hier scheint die Wolle zu sein, die wir suchen. Und die brauchen wir vermutlich, ich würde jetzt mal spekulieren. Wo bist du lang gegangen? Da haben wir, guck mal, da haben wir... Alter. Da liegt das Skelett von dem Typ. Hast da irgendwie voll den Plan. Guck mal, da liegt das Skelett von dem Typ. Sag mal, ist doch ganz einfach, hier runter zu kommen. Oh. Nein, ich habe keine Ahnung, wo du lang gegangen bist. Warte, ich komme zu dir. Alter, die Türen sind zu. Du bist da oben. Alex, die Türen sind zu. Mach mir bitte die Tür auf. Danke. Die ging zu nach einer Zeit. Nein, geh da nicht rein, da ist nix. Das ist nur, um einen umzubringen. Ernsthaft? Ja. Hier ist nix. Das ist schon korrekt. Komm mal mit. Der Weg in die Freiheit liegt hier. Da geht's lang. Da müssen wir hoch. Vielleicht waren wir da gar nicht vor uns, sondern vielleicht ist das eine optische Täuschung. Nee. Hier geht's wieder raus, glaub mir. Ich war schon oben. Ich habe mir das oben alles angeguckt. Guck mal, wie stark es hier hochgeht.
Guck mal. Man in the mirror. Ja. So, da war noch ein Hebel, den musste ich umlegen. Guck mal, zack, jetzt sind wir wieder da oben. Ja, und jetzt? So, jetzt kommen wir mit. Es kann sein, dass wir jetzt hier draußen, da, guck mal, da war doch dieser Teil, wo wir das Teil, wo wir gespawnt sind. Warum hast du gerade Schmerzen gekriegt, lol? Weil ich gesprungen bin, Treppe runter. Du weißt doch, was passiert, wenn man der Treppe runterspringt, Alex. Mensch, Mensch, Mensch. Return to Hub. Man bricht. Nein, Moment, nein. Voll dumm. Wir müssen wieder zurück. Das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall wieder zurück. Übersehen? Ich denke, das also, soll irgendwo... Ist was. Alter, wie cheatet der sich denn die Treppe hoch, ey? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Kein Usain Bolt der Welt kann so schnell die Treppen hochlaufen wie der. Abnormal. Der Knie aus Stahl. Ja, wie geht's denn hier hoch? Kommen wir da irgendwie hoch? Es könnte sein, dass da vielleicht wirklich nur ein anderer Weg ist. Ein anderer Weg, den wir nehmen können. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Flügel. Aber guck mal, das Ziel war doch nur wieder rauszukommen, oder? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, ne? Ob wir hätten einfach wieder... Es kann sein, dass wir jetzt hier wirklich total unnötig im Kreis laufen. Was ist denn hier? Da ist auch nichts. Haben wir alles geprüft? Guck mal, da haben wir auch noch was. Guck mal, komm mal mit. Oder sind wir von hierher gekommen? Oh, ja, da waren wir noch... Nee, da waren wir noch nicht. Ja, lass mal durchgehen. Oh, was ist denn hier? Was ist hier denn? Sag dir, was los ist, da waren wir schon. Ganz am Anfang waren wir da. Doch, ganz am Anfang. Ganz am Anfang waren wir hier. Sirius, nein, da ist ein Button. Ja, der Button war da, um die rechte Tür zu öffnen. Wir waren hier ganz am Anfang. Ganz am Anfang, Alex. Ja, stimmt. Weißt du nimmer? Ich glaube, jetzt fängt es an, hier zum Escape zu werden. Ohne Spaß. Nein. Wird's tricky. Das würde keinen Sinn machen. Weißt du auch warum? Weil wir sind ja schon rausgekommen. Wir haben das Buch hier gelesen. Hier wird gesagt, ja, Moment. Ja, was steht in dem Buch? Lies das mal. Also er erwähnt hier die türkisfarbene Wolle, sagt ja, er hat auch davon geträumt, die türkisfarbene Wolle zu bekommen, aber dieser Ort hier, der hat keine Hoffnung und so weiter und so fort, labert er hier zu. How stupid we were, you and I, to simply leap into the center of a hole. Ja gut, okay, das hatten wir schon. I beg you, leave this pathetic... Branch of Death, return to Hub and avoid the fate that I have suffered. Forever lost in this trap. Das haben wir da unten gesehen, da war ja eine Truhe und da lag eine Leiche drin und da haben sich die Türen verschlossen. Wenn Alex jetzt da nicht auf der anderen Seite gewesen wäre, dann wäre das nicht so schön gewesen für mich. Hä? Ja, aber vielleicht müssen wir in den Raum. Moment. Das ist ein Fall für Jonathan Frakes. Moment. Jetzt haben wir irgendwie ein Problem, Houston. Soll ich dir sagen, warum? Weil wir waren doch da ganz am Anfang. Ich geh nochmal in diese Tür. Hä? Ich geh nochmal in diese Doppeltür. Und ich geh jetzt nochmal zurück runter in den Gang, wo wir am Anfang waren. Ja, da ist eine Kiste und da ist nichts drin. Außer. Ja, ja, chill mal. Bleib mal da draußen. Hat sich noch was geöffnet. Da ist die türkisfarbene Wolle. Ja. Ja, da haben wir schon. Sag mal, du warst doch ja, da, wo die Doppeltruhe war, ne? Da warst du doch. Ja, und da war was offen gewesen. Ich bin runtergegangen, dann lol. War da ein Knopf mit einer türkisfarbenen Wolle. Lol, hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ja, Brille fehlt. Ey, das war wirklich ein tolles Level. Hör mal auf, mich zu hauen. Das war toll. Auch so einen ganzen Moment. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. So, und bei mal, Diversity 1... Boah, hast du den Knall gehört? Oh! Hey! Oh!
Und jetzt? Oh, guck mal. Leiter, komm herab. Wer zuerst oben ist, ist das cool. Ist cool. Ja, das hat er cool gemacht. Ich bin... Alter, hör mal auf, Mensch. Was ist los mit dir? Guck mal, wie viel... wir können jetzt hier langlaufen. Jetzt guck mal, wie viele... Da ist eine Truhe, ne? Siehst du die Truhe? Das ist krass, wie viele Command-Blöcke hier verbaut sind. Cool. Das ist verrückt. Und mega nice, dass er noch ein... Der hat da noch was draus gemacht. Was ist da drin? Ah, eine Enderperle. Ich habe eine Enderperle. Oh Mann. Die muss ich jetzt werfen. Nein! Ah, was mache ich denn? Ah, ich hatte nur einen Versuch. Ah, ich fall einfach so mal runter hier, lol. Nee, weißt du was? Ich setz mir Game Mode 1 und fliege einfach so rüber. Ja, ich auch. Weil der hatte nur eine Enderperle drin, das heißt, man muss mit dem ersten Versuch rüberkommen oder hat irgendwie Pech gehabt. Ja, ne, das... Ich habe extra da oben dran geaimt, in der Hoffnung, dass ich dann nicht, ja, also ihr wisst ja. Ah, da kriegt man wieder eine, oder? Ah, jetzt krieg ich noch eine. Jetzt probieren wir es nochmal. Sag mal, die kann ich nicht werfen, ne, im Game Mode. Warte, was ich jetzt mal tue, ist, ich mache mir mal ganz viele hier hin. Zack. Ja, ich bin hingekommen. Ja, ich auch. Alter, was der noch eine Challenge gemacht hat, ey. So ein Sack. Nein. Ich hab's geschafft. Yeah. Yeah. Ach so, man kriegt da jedes Mal wieder eine. Nice. Zack. Zack. Das ist so ein Schlag den Rab-Spiel, weißt du? Zack. Ich bin Erster. Ich bin direkt bei dir. Ich bin Erster. So, Congratulations, Gratulation. Geil gemacht. Meet your makers. Triff deine Ersteller. Wow, das hat er awesome gemacht hier. Wow. Was ein Credit Park. Mega nice. Da fängt es sogar an zu ruckeln ein bisschen bei mir. Ciao. Danke, danke für den Boost. Bitte. Cool gemacht. Ja, geschafft. Nice. Sehr, sehr fresh. Sehr fresh. Boah, was der da noch dran gepackt hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das letzte Mal gab es nur so ein bisschen Credits. Guck mal, da ist das Haus. Das erinnerst du dich noch? Sehr geil. In diesem Haus, ganz am Anfang. Ah, das ist... Ja, dieses Resümee. Mensch, das war mit diesem... Final Dots. Professor, ne? Boah, der hat jetzt alles nochmal zusammenklamüsert. Also er sagt jetzt, dass der die nice. Map das aufwendigste und komplizierteste Minecraft-Projekt war, was er je gemacht hat. Es war ein massives Unterfangen und I have nothing but gratitude to all those who have inspired me. Ja, er hat nichts weiter als noch ein paar nette Worte an die gerichtet, die ihm da inspiriert haben und haben ihm geholfen bei dem Projekt. Wo ist Antonia Rados, wenn man ja, er hat er hat auch ein paar Leute gebraucht, Mensch, die mit ihm die Map gebaut haben. Die werden auch hier genannt: Cold Fusion Gaming, Golden Turkey 97, Jasper the Ant and Querty irgendwas. ohne die wäre die Map nicht möglich gewesen, so in der Art, wie sie jetzt ist. You have now reached the end. Wir sind jetzt hier am Ende. Wenn wir die Map beenden wollen, sollen wir einfach nur in die Mitte laufen und return to hub. Ja, zack. Mach ich auch. Oh. Oh. Cool, cool gemacht. Jetzt. Wirklich toll. Toll. Minecraft. What was your favorite branch? Ich würde sagen, das jetzt von gerade eben. Es hat mir sehr gut gefallen. Wirklich.
Ja. Jetzt kommen die Credits, die normalerweise kommen, wenn man im Ende war und hat den Enderdrachen besiegt. Ne? Soweit ich das weiß, kommen dann die Credits. Ja, sehr schön. Sehr schönes Level. Und auch die Map war wirklich gut. Ne? Man hat wirklich gemerkt, dass er Dinge, die uns nicht so gut gefallen haben in Diversity 1, dass er die etwas besser umgesetzt hat jetzt hier in der zweiten Version von der Map. Und wahrscheinlich ging es auch nicht nur uns so, dass wir da so keinen Gefallen hatten, sondern das waren bestimmt mehr Leute, die dann gedacht haben, ja hey, das war echt ein bisschen behindert, das Level. Und die haben sich dann gesagt, okay, wir nehmen die Kritik an und verbessern das für die nächste Version. Und ich bin mal gespannt, wir wissen jetzt gar nicht, ob es da eine dritte Version gibt, ob es da Diversity 3, ob das schon draußen ist. Falls das so sein sollte, werden wir es auf jeden Fall anzocken. Was heißt anzocken? Wir werden das durchzocken, ne? Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Im Nachhinein war natürlich unsere Panik, die wir da geschoben hatten, ein bisschen unbegründet. Wir hatten da sehr viel Zeit eingeplant, weil halt der letzte Teil, das letzte Escape von Diversity 1 ging recht lange. Ich glaube, die geschnittene Version, die jetzt online ist, die geht sogar 50 Minuten oder so. Und das ging ungeschnitten über 2 Stunden oder so. Ja, also das ist dann schon sehr viel Zeit, was man da investieren muss und sich hinsetzen muss. Muss das aufnehmen, muss das dann cutten. Und ja, aktuell sind wir in einer Phase, wo wir nicht so viel Zeit haben, um Projekte Zeit zu widmen, den Projekten halt für YouTube. Wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Villa am Start. Da sind wir jetzt aktuell dabei, die zu bauen. Wir würden auch gerne wieder ein Warship-Event raushauen. Aber da ist auch das Problem, dass man das erst planen muss. Man braucht einen Server, man braucht die Leute. Und das ist alles schon relativ komplex, das dann zu organisieren. Ansonsten war das doch eigentlich ganz cool, oder Alex? Der Alex ist jetzt relativ still geworden. Ne? Sagt hier nur das, was er sagen muss. Hast du Halsweh oder was? Nee. Ja gut, ich habe noch ein bisschen Husten, aber ansonsten, ich lese gerade hier diese Credits, deswegen, das ist interessant. Bam. Ich habe gerade eine Mücke mit der Hand gefangen, ey, überleg dir das mal. So eine kleine Fruchtfliege, die rumfliegt. Naja. Ja. Ich habe mal die noch nie durchgelesen, die Credits. Wir überlegen auch, ob wir mal anfangen mit Minecraft Story Mode, das zu spielen. Das werden so das nächste Let's Play, sage ich jetzt mal, was wir dann spielen würden. Was haltet ihr davon? Schreibt mal in die Kommentare. Ah, ich denke, das wäre cool. Ja, das wäre bestimmt ganz cool. Ja. Ist ein bisschen umstritten, Minecraft Story Mode. Ja, aber naja, gut. Wir müssen uns erstmal ein eigenes Bild davon machen. Wenn es uns gefällt, dann denke ich, werden wir das auch mal spielen, oder? Dass wir das dann mal anzocken. Und ja. Naja, gut. Ich glaube, ich wollte jetzt bestimmt nicht die... Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Genau, ich glaube, ihr wollt jetzt nicht die ganzen Credits sehen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hatten wirklich sehr großes Gefallen hier an der ganzen Sache von Diversity 2. Und wie gesagt, falls dann eine dritte Version rauskommt von der Map, dann spielen wir das Ganze auch. Wir melden uns ab und sagen tschüss, bis zu einem anderen Video. Macht's gut und haut rein. Ciao. Tschüss.